Ich erwachte mit heftigen Schmerzen am Kopf. Meine Hände waren gefesselt. Es war stockdunkel. Ein gleichförmiges Rauschen, Wellengeräusche und Schlingerbewegungen deuteten darauf hin, dass ich mich im Kielraum eines Schiffes befand. Über mich hinweg liefen Ratten. Was war geschehen? Mühsam erinnerte ich mich. Ich war mit Chalef, meinem Diener, als Passagier an Bord eines Schiffes gegangen. Wir wollten uns an das Ostufer des Roten Meeres übersetzen lassen. Das Schiff gehörte den türkischen Behörden und beförderte im Namen des Sultans eingetriebene Steuergelder. Am Abend ankerten wir dicht unter Land. Die Schiffsleute legten sich schon zur Ruhe. Da wurden wir überraschend von äußerst geschickt vorgehenden arabischen Seeräubern überfallen. Ihr Anführer war der weithin gefürchtete Abu Seif, zu Deutsch Vater des Säbels. Der Kampf war kurz. Die meisten Türken sprangen ins Wasser und schwammen ans nahe Ufer. Chalef schlug wild um sich. Ich sah noch, wie er überwältigt wurde. Ich ergriff einen Säbel, den ein Fliehender weggeworfen hatte, um mich zu verteidigen. Mein Gegner, gleichfalls mit einem Säbel bewaffnet, focht geschickt, aber völlig regellos. Er drang heftig auf mich ein. Bei seinem dritten Angriff gelang es mir, ihm die Waffe aus der Hand zu schlagen. Im gleichen Moment erhielt ich von hinten einen Hieb über den Kopf und verlor das Bewusstsein. Ich musste sehr lange im Kielraum gelegen haben, als endlich jemand kam. Ich wurde, streng bewacht, über das Deck in die Kajüte geführt. Dort erwartete mich mein Gegner im Säbelfechten. Hinter ihm an der Wand lagen meine Waffen und meine Umhängetasche. Weißt du, wer ich bin? Du bist Abu Seif. Ich bin es. Knie nieder. Im Koran steht geschrieben, dass man nur Allah allein anbeten darf. Das gilt nicht für dich, Hund, denn du bist ein Ungläubiger. Löse meine Fesseln und wir fechten noch einmal, damit ich dir auf deine Beschimpfung antworten kann. Abu Seif sprang auf und starrte mich mit hasserfülltem Blick an, aber er beherrschte sich. Es wäre dein Tod, aber ich will deinen Tod nicht. Wenn du tust, was ich verlange, wirst du sogar bald wieder frei sein. Was verlangst du? Du wirst mit deinem Diener kein Wort sprechen. Wo ist er? Er liegt in einer Kammer. Ist er verwundet? Er hat eine leichte Wunde am Arm und ein Bein ist gebrochen. Dann muss ich zu ihm und das Bein schienen. Ich habe es selbst getan und bin so gut wie ein Arzt. Hast du Freunde unter den Engländern? Ja. Sind sie mächtig, reich? Es sind Lords und hohe Beamte unter ihnen. Das ist gut. Weshalb? Wer solche Waffen trägt wie du, ist gewiss ein bedeutender Offizier. Die Engländer halten meinen Bruder in Aden gefangen. Sie werden ihn im Austausch gegen dich freilassen. Ich bin weder Engländer noch Offizier. Ich bin ein Deutscher und habe den Schutz- und Geleitbrief deines Herrschers, des türkischen Sultans. Ich gehöre zum freien Stamm der Chuhaine und bin keinem Herrscher untertan. An den Küsten dieses Meeres bin ich mächtiger als der Sultan der Türken. Und einen Sultan der Deutschen kenne ich nicht. Höre jetzt. Du kannst schreiben und wirst einen Brief an deine englischen Freunde aufsetzen. Machst du den Brief gut, werden sie dich austauschen. Machst du ihn schlecht, so hast du dich selbst getötet. Überlege dir also deine Worte. Ich gebe dir eine Woche Zeit. Wenn du mir versprichst, keinen Fluchtversuch zu unternehmen... Das kann ich dir nicht versprechen. Allah ist allmächtig. Ich habe nicht geglaubt, dass es unter den Ungläubigen auch ehrliche Leute gibt. Du wirst keine Gelegenheit zur Flucht haben. Wir legen jetzt am Ufer an und ich gehe für einige Tage von Bord. Bis ich wiederkomme, bleibst du gefesselt. Bringt ihn weg! Ich wurde wieder in mein Verlies gebracht. Es vergingen viele Stunden. Aus den Rufen der Schiffsleute entnahm ich, dass das Schiff an Land festgemacht wurde. Bald war alles still
und es wurde immer heißer. Niemand brachte mir Essen oder wenigstens einen Schluck Wasser. Ich hörte, wie sich der Wächter eine Matte vor die Tür legte, um darauf zu ruhen. Wieder verging eine endlose Zeit. Ich musste ein wenig geschlafen haben. Plötzlich schreckte ich hoch. Vor der Tür gab es einen harten Schlag, dann ein ersticktes Stöhnen. Jemand stieß die Tür auf. Sadie, ich habe ihn, diesen Hund. Gut. Es war Chalef, der angeblich mit gebrochenem Bein in einer Kammer lag und sich nicht bewegen konnte. Ich kann dir nicht helfen. Meine Hände sind gefesselt. Bist du an die Wand gebunden? Nein. Dann komm heraus. Beim Hinaustappen fühlte ich, dass der Wächter sich am Boden krümmte. Chalef kniete auf ihm und presste ihm die Kehle zu. Im Gürtel des Wächters steckte ein Messer. Ich griff es mit den Zähnen und schnitt meine Handfesseln durch. Geht es, Sadie? Jetzt habe ich die Hände frei. Wir fesseln und knebeln den Wächter und legen ihn in den Kielraum. Er wird durch die Nase stöhnen und uns verraten. Ich nehme sein Turbantuch auseinander und wickle es über sein Gesicht. So geschah es. Als der Türriegel endlich verschlossen war, atmeten wir auf. Was nun, Sadie? Was ist mit deinem Bein? Ich habe Abu Saif getäuscht. Er ließ mich ungefesselt und schiente mir ein gesundes Bein. Allah sei Dank, dass ich dich gefunden habe. Ist Abu Saif von Bord? Er ist mit 12 Männern nach Dschidda und Mekka unterwegs. Dort will er für seinen Bruder beten. Er hat einiges vom geraubten Geld mitgenommen. Wie sieht es an Deck aus? Die Schiffsleute liegen herum und rauchen Opium. Jetzt, da ihr Herr weg ist, können sie es wagen. Es war leicht, an ihnen vorbeizuschleichen. Nimm die Waffen des Wächters. Sie sind besser als deine alten. Meine Gewehre liegen in der Kajüte. Komm, wir wollen sie holen. Es war in der Tat nicht schwer, unbemerkt über das Deck zu gelangen. Die Kajütentür war zum Glück nicht verschlossen und die Angeln aus Lederstücken bewegten sich geräuschlos. Die Nacht war hell. Wir fanden uns schnell zurecht. Ich nahm meine Waffen und meine Tasche. Uhr, Kompass und Geld hatte man mir nicht abgenommen. 5 Schritte von der Kajütentür entfernt war die Reling und ein Sprung genügte, um an Land zu kommen. Chalef hielt mich zurück. Sadie, was soll ich mitnehmen? Eine von den Decken dort in der Ecke. Ich nehme auch eine. Aber dort im Schrank liegt das gestohlene Geld. Es gehört uns nicht. Und unser Geld haben wir. Meines wurde geraubt. War es viel? Hast du mir nicht alle 2 Wochen 3 Maria-Theresienthaler gegeben? Ich hatte sie für Mekka aufgespart, wo man als Pilger viel Geld ausgeben muss. Ich werde mir so viel nehmen, wie mir gehört. Verschlossen. Wenn ich die Schlösser aufbreche, gibt es einen Krach, der uns verrät. Komm, Sadie, wir wollen gehen. Ich wusste, der Verzicht traf ihn hart. Ein Besuch der heiligen Stätten des Islam ist der Höhepunkt im Leben eines gläubigen Mohammedaners. Chalef, du sollst die gestohlenen Taler alle noch einmal von mir bekommen. Ist das wahr, Sadie? Ja. Allah wird sie dir 1000-fältig zurückgeben. Komm. Wir verließen mit gebotener Vorsicht die Kajüte, schlichen uns zur Schiffsreling und sprangen unbemerkt an Land. Wir waren frei. Im Ufergebüsch verborgen überprüften wir unsere Schusswaffen. Dann machten wir uns immer der Küste in südlicher Richtung folgend auf den Weg nach Dschidda. Dschidda ist, wie auch Mekka und Medina, eine heilige Stadt. Früher durften nur Mohammedaner in ihr wohnen und sie betreten. In der letzten Zeit haben sich die Vorschriften gelockert. Der den Hafen passierende internationale Handel zeigt seine Wirkungen auf Sitten und Denkweisen.
Hier wollte ich Chalefs Wallfahrt ins nahe Mekka abwarten. Ganz im Stillen träumte ich natürlich davon, selbst die heiligen Stätten zu besuchen. Außerhalb des eigentlichen Wallfahrtsmonats kamen nur wenige Pilger und Chalef musste warten, bis sich eine genügend große Gruppe gesammelt hatte. Wir nutzten die Zeit zu einem Ritt auf Mietkamelen in die Stadt umgebende Wüste. Und ich schwöre dir beim Barte des Propheten Sedi, wenn ein Andersgläubiger Mekka betritt, so muss er sterben. Und dennoch sind Europäer in der heiligen Stadt gewesen. Ist das wahr? Sie sprachen Arabisch, trugen die Kleidung der Beduinen und beachteten alle Gebräuche. Sedi, auch du sprichst unsere Sprache und kleidest dich wie ein Beduine? Willst du etwa, was Allah verhüten möge, nach Mekka? Würdest du mich mitnehmen? Nein, denn ich müsste dafür nach meinem Tod in der untersten Hölle braten. Würdest du mir Wasser aus dem heiligen Brunnen Samsam mitbringen? Das darf ich nicht. Würdest du mich verraten, wenn du mich in Mekka siehst? Ich müsste dich, bei Allah, verraten und ich könnte es doch nicht, weil ich dich liebe. Ich würde nicht mehr leben können. Chalef, ich achte deinen Glauben. Sedi, ich gehe mit dir, wenn du es willst, so weit wie die Erde reicht, obgleich du ein Christ bist. Aber ich werde dich doch noch zum rechten Glauben bekehren, du magst wollen oder nicht. Ich schwieg, um ihn nicht weiter zu quälen und nahm mir vor, nach den Umständen zu handeln. Die Stadt war lange außer Sicht, als hinter einer Bodenwelle ein einzelner Kamelreiter auftauchte, der auf uns zukam. Er trug die Kleidung eines wohlhabenden Arabers und sein Kamel war weit mehr wert als unsere beiden zusammen. Salam alaikum. Alaikum assalam. Der Reiter hatte unverkennbar eine Frauenstimme. Und als er seine Kapuze zurückschob, sah ich in ein bartloses Gesicht. Wohin führt dein Weg? Ich komme von Jeddah und will wieder dorthin zurück. Wohnst du dort? Nein. So bist du ein Pilger? Nein. Dann hast du einen anderen Glauben. Ich bin ein Christ. Und dein Begleiter? Er ist ein Moslem und ein Pilger. Sie wandte sich sofort an Chalef. Wo ist deine Heimat? Im Westen, hinter dem Meer und der großen Wüste. Hast du eine Frau? Nein. Bist du der Freund oder Diener dieses Effendi? Sein Diener und sein Freund. Effendi, kommt und folgt mir. Wohin? Du wirst das sehen. Oder fürchtest du dich vor einem Weibe? Nein. Vorwärts! Was trieb diese Frau so allein in die Wüste? Wo führte sie uns hin? Sie trug eine Flinte. An ihrem Gürtel hing ein Dolch und im Sattelriemen ihres Kamels steckte ein Wurfspieß. Sie machte ganz den Eindruck einer furchtlosen Amazone. Deine Waffen sind gut. Wer hat mehr Feinde getötet? Du oder dein Freund? Ich weiß es nicht. Hattest du schon eine Blutrache? Nein, in meiner Heimat gibt es keine Blutrache. Dort dürfte ich auch einen Mörder nicht töten. Er wird getötet durch das Gesetz. Aber wenn jetzt ein Mörder und Räuber wie Abu Seif käme und dich töten wollte? Dann wäre mir Notwehr erlaubt. Du kennst den Vater des Säbels? Ich kenne ihn. Woher weißt du von ihm? Ich war gefangen auf seinem Schiff und bin ihm entflohen. Wann? Vor wenigen Stunden. Wo liegt das Schiff? Nördlich von Jeddah in einer engen Bucht. Er selbst wollte nach Mekka. Das ist für mich eine ganz wichtige Nachricht. Ich danke dir. Komm! Sie trieb ihr Kamel zu großer Eile an. Wir konnten kaum folgen. Bald tauchten in einer Talmulde Zelte auf. Dort wohnen sie. Wer? Die Ausgestoßenen vom Stamme der Otaibe.
Du wirst alles über uns erfahren. Wartet hier. Sie ritt zu den Zelten. Die Bewohner waren bei unserer Annäherung herausgetreten und hielten ihre Waffen in Bereitschaft. Sedi, die Otaibe sind ein sehr kriegerischer Stamm und die größten Feinde der Chohaine, zu denen Abu Saif gehört. Was will dieses Weib von uns? Ich weiß es noch nicht. Die Frau sprach eifrig auf die Männer ein. Dann näherte sich uns ein Greis von würdigem Aussehen. Allah segne eure Ankunft. Steigt ab und tretet in mein Zelt. Ihr sollt meine Gäste sein. Diese Anrede nahm uns alle Besorgnis. Denn wenn der Araber in der Wüste das Wort Gast ausspricht, darf man ihm volles Vertrauen schenken. Wir stiegen von unseren Tieren, wurden in ein großes Zelt geführt und mit einem Gastmahl bewirtet. Solange wir aßen, wurde kein Wort gesprochen, dann aber begann die Unterhaltung. Es waren etwa 20 Otaibe im Zelt und der Alte, der uns begrüßt hatte, nahm das Wort. Ich bin der Scheich dieses Lagers und möchte mit dir reden, Effendi. Die Sitte verbietet, den Gast auszufragen. Aber ich werde dich dennoch einiges fragen müssen. Erlaubst du es? Ich erlaube es. Was tust du hier als Christ im Lande der Gläubigen? Ich will das Land und seine Bewohner kennenlernen. Und wenn du es kennengelernt hast? Dann fahre ich in meine Heimat zurück und werde in einem Buch von meinen Erlebnissen berichten. Allah ist groß und die Gedanken der Christen sind unerforschlich. Du bist mein Gast und ich werde glauben, was du sagst. Mein Name ist Malek. Du hast mit meiner Tochter Amsha gesprochen und sie sagte mir, dass dein Diener nach Mekka geht, um ein Haji zu werden. So ist es. Weißt du, was ein Delil ist? Ein Delil ist ein Führer, der den Pilgern die heiligen Orte zeigt und die Gebräuche erklärt. Du weißt es. Aber ein Delil betreibt noch ein anderes Geschäft. Nach unseren Gesetzen ist ledigen Frauen der Besuch der heiligen Stätten verboten. Wenn nun eine Jungfrau Allah in der Stadt Mohammeds verehren will, so geht sie nach Jeddah und lässt sich der Form nach mit einem Delil verheiraten. Er bringt sie als sein Weib nach Mekka. Danach gibt er sie wieder frei. Sie bleibt eine Jungfrau und er wird für seine Mühe bezahlt. Erlaubst du deinem Diener, für die Zeit seiner Hajj, ein Delil zu sein? Das ist eine überraschende Frage. Also, was mich betrifft, so gebe ich meine Erlaubnis gern. Aber mein Diener ist ein freier Mann. Du musst ihn selbst fragen. So frage ich nun dich. Willst du es tun? Darf ich das Mädchen sehen? Wozu? Ob sie schön oder hässlich ist, das bleibt sich doch gleich. Denn du musst sie ja nach der Hajj wieder freigeben. Sind die Töchter der Otaibe wie die Töchter der Türken, die sich nicht sehen lassen dürfen? Du sollst das Mädchen sehen. Auf Maleks Wink wurde die Braut auf Zeit geholt. Sie war der Amazone sehr ähnlich und schien ihre Tochter zu sein. Eine etwa 15-jährige, aber schon voll erblühte Schönheit. Khalef sah sie sich lange an. Wie heißt du? Hani. Dein Auge glänzt wie das Licht des Mondes. Deine Wangen leuchten wie Blumen. Deine Lippen glühen wie Granatäpfel und deine Wimpern sind schattig wie die Blätter der Akazie. Mein Name ist Khalif Omar ibn Haji Abu Abbas ibn Haji Dawud el-Razra. Ich werde deinen Wunsch erfüllen. Nach dieser poetischen Anrede glühten nun auch die Ohren des Mädchens wie Granatäpfel. Sie entfernte sich wieder. Du wirst nun fragen, Effendi, warum wir für Hani keinen Delil in Jeddah gesucht haben. Nun, Jeddah ist eine heilige Stadt und wir dürfen sie nicht betreten.
Du kennst Abu Saif. Unsere Stämme leben in Todfeindschaft. Und er fügte den Otaibe Schaden zu, wo er nur konnte. Einst raubte er meine Tochter Amsha und machte sie mit Gewalt zu seinem Weibe. Ich suchte ihn überall, um mich zu rächen. Und traf ihn zufällig in Mekka an der heiligen Kaaba, wo jeder Streit verboten ist. Ich wollte ihn zwingen, mir vor die Stadt zu folgen, aber seine Männer sprangen ihm bei und meine Männer halfen mir. Der Streit endete damit, dass die Eunuchen der großen Moschee uns alle gefangen nahmen. Abu Saif, der oft mit den Behörden schmutzige Geschäfte macht, wurde mit seinen Leuten sofort wieder freigelassen. Wir aber blieben lange eingekerkert. Dann verbot man uns auf Lebenszeit den Besuch der heiligen Orte und der ganze Stamm der Otaibe wurde verflucht. Um sich vom Fluch zu lösen, musste er uns mit unseren Familien aus dem Stammesverband ausstoßen. Wir Geächteten haben hier ein Lager aufgeschlagen und werden diese Gegend nicht eher verlassen, bis wir uns an Abu Saif gerecht haben. Du warst sein Gefangener. Erzähle uns deine Erlebnisse. Ich gab einen knappen Bericht von unserem Abenteuer, den alle mit größter Aufmerksamkeit verfolgten. Allah hat euch sicher aus der Gefahr geleitet. Wenn Abu Saif aus Mekka zurückkommt, muss er uns in die Hände fallen. Sein Schiff aber werden wir zerstören. Wirst du am Kampf teilnehmen? Mein Glaube verbietet mir die persönliche Rache. Abu Saif gehört vor ein Gericht. Oh nein, Effendi. Er würde die türkischen Richter mit den geraubten türkischen Steuergeldern bestechen. Ich merke, dass du dieses Land noch wenig kennst. Wir sind freie Araber und haben unser eigenes Gesetz. Und wir werden nach ihm handeln, bevor noch der neue Tag beginnt und das Morgengebet gesprochen wird. Allah, der Allmächtige, wird auf unserer Seite sein. Für den Abend wurde in aller Eile die Scheinhochzeit vorbereitet. Auch schickte der Scheich Kundschafter aus, die genaue Lage des Schiffes feststellen sollten. Chalef ließ sich ausgiebig darüber unterrichten, wie er sich in Mekka zu verhalten habe, und ich ritt auf einem Kamel der Otaibe nach Jidda, gab die gemieteten Reittiere zurück und beschaffte Tinte und Papier, denn man hatte mich gebeten, den Ehevertrag aufzusetzen. Ich war gerade ins Lager zurückgekehrt, als mich Chalef aufsuchte. Ihn bedrückte offenbar ein großes Problem. Seidi, wie sind die Gebräuche deines Landes? Hat dort einer, der sich ein Weib nimmt, die Braut zu beschenken? Gewiss, aber das ist doch auch hier Sitte. Auch bei einer Scheinehe? Eine Höflichkeit ist immer angebracht. Aber was soll ich ihr geben? Vielleicht mein Feuerzeug? Er meinte damit eine kleine Blechschachtel, in der er Zündhölzer verwahrte und die er in Kairo für einen Wucherpreis gekauft hatte. Gib es ihr. Sie soll es haben. Aber wird sie es mir wiedergeben, wenn sie nicht mehr meine Frau ist? Ganz gewiss nicht. Allah ist gnädig. Er wird mich nicht um mein Eigentum bringen. Dann gib ihr etwas anderes. Was denn? Meine Waffen? Oder meinen Turban? Also gib ihr nichts. Das geht nicht, Seidi. Was sollen die Otaibe von dir denken, wenn dein Diener ein Weib nimmt, ohne es zu beschenken? Aber ich kann meine Waffen und Kleider auch nicht verschenken. Allah ist gerecht. Er bezahlt für jede Gabe 1000-fältige Zinsen. Hast du nicht ein Ledersäckchen, in dem Dinge stecken, die jede Braut entzücken würden? Nun ja,
Werde ich das Geschenk zurückbekommen? Du kannst es zurückfordern. Das ist in meiner Heimat nicht üblich. Aber weil du mir tausendfältige Zinsen in Aussicht stellst, werde ich nachsehen, ob sich etwas findet. Seidi, der Strom deiner Güte ist breiter als die Sahara und länger als der Nil. In der Tat besaß ich ein Säckchen mit kleinen Schmuckgegenständen von geringem Wert, die für die Wüstenbewohner den Reiz des Unbekannten und Seltsamen hatten und sich trefflich als Gastgeschenke eigneten. Daraus entnahm ich eine funkelnde Kette mit einem Medaillon, unter dessen Glasdeckel sich ein rotes Teufelchen an winzigen Stahlfedern bewegte. In Paris hätte dieser Schmuck vielleicht 2 Francs gekostet. Oh, ein Wunder! Ein Wunder! Das ist ja der Teufel, den Allah verfluchen möge. Seidi, wie bekommst du den Teufel in deine Gewalt? Allah, behüte uns vor dem 3-mal gesteinigten Teufel. Er kann nicht heraus, er ist fest eingeschlossen. Kannst du das bei deinem Barte beschwören? Bei meinem Barte? So zeige ihn einmal her. Aber wenn er herauskommt, so bin ich verloren und meine Seele wird über dich und deine Väter kommen. Seidi, siehst du, wie er das Maul aufreißt und die Augen verdreht? Jetzt wackelt er mit den Hörnern und stampft mit den Füßen. Oh wehe, wenn er das Kästchen zertritt. Das kann er nicht. Es ist nur eine künstliche Figur von Menschenhand gemacht. Das sagst du nur, weil du mir Mut machen willst. Kein Mensch, kein Rechtgläubiger, kein Christ und kein Jude kann den Teufel machen. Du bist der größte Held auf Erden, denn du hast den Teufel bezwungen und ihn in dieses Gefängnis gesperrt. Seidi, warum zeigst du mir dieses Kleinod? Du sollst es Hanif schenken. Oh, es ist kostbarer als alle Diamanten am Thron des Großmoguls. Ich werde dir doch lieber mein Feuerzeug schenken. Erlaube, Seidi, dass ich den eingesperrten Teufel für mich behalte. Nein, du wirst ihn Hani geben. Wenn du befiehlst, so muss ich gehorchen. Hané wird die berühmteste der Töchter Arabiens sein, denn alle Stämme werden sie bewundern, weil sie den Teufel gefangen hält. Darf ich auch deine anderen Schätze sehen? Dazu kam es nicht mehr, denn wir wurden in das große Zelt gerufen, wo alle männlichen Otaibe zur Hochzeitszeremonie versammelt waren. Erst nachdem alle Formalitäten abgewickelt und der Ehevertrag unterzeichnet worden war, durften die Braut mit ihrer Mutter Amscha und weitere Frauen das Zelt betreten. Beim Hochzeitsmahl aßen nur die Männer. Als sie satt waren, bekamen die Frauen die Reste. Dann war für Chalef Gelegenheit, Hané das Geschenk zu überreichen. Seine Wirkung war unbeschreiblich. Der quicklebendige Teufel konnte nur durch ein Wunder in das Medaillon geraten sein. Alle meine Versuche, den Otaibe die einfache Mechanik zu erklären, stießen auf Unglauben. Ich wurde als mächtigster aller Zauberer gepriesen und am Ende bekam Hané das Geschenk gar nicht. Der gefangene Teufel galt als eine Kostbarkeit von solchem Rang, dass nur der Scheich selbst für würdig erachtet wurde, sie aufzubewahren. Als ich mich gegen Mitternacht zur Ruhe legen wollte, folgte mir Chalef. Seidi, muss ich alle Punkte des Ehevertrages erfüllen? Aber gewiss. Du hast ja unterschrieben. Würdest du dein Weib auch wieder hergeben? Nein. Aber von mir verlangst du es. Du willst Hané behalten. Du sagst es. So willst du mich also verlassen? Oh, Seidi. Oh, oh. Er machte mehrere Ansätze, brachte aber keine Antwort zustande.
Seine Liebe zu dem Mädchen war mit seiner Freundschaft und Treue zu mir in Widerspruch geraten. Am nächsten Morgen erwachte ich von lautem Kamelgetrappel und den Rufen der Reiter. Im Osten erhellte sich der Horizont, im Westen zeigte sich am Himmel der Widerschein eines fernen Feuers. Die Kamele waren schwer mit Beute beladen. Auch Amscha ritt vorüber, auf ihrem Gewand bemerkte ich Blutflecken. Scheich Malek bot mir den Morgengruß und deutete auf die Brandwolken. Du siehst, Effendi, dass wir das Schiff gefunden haben. Sie schliefen, als wir kamen, und sind nun zu den Hunden ihrer Väter versammelt. Dem Sieger gehört das Eigentum der Besiegten. Und auch dir gebührt ein Beuteanteil. Denn du hast uns den Weg gewiesen. Ich nehme nichts an, denn ich habe durch Abu Seif keinen Verlust an meinem Eigentum erlitten. Und die von ihm geraubten Steuergelder gehören dem türkischen Statthalter. Allah erleuchtet deinen Verstand. Weißt du denn nicht, Effendi, dass dieser Statthalter ein Gehalt von mehr als 1 Million Piaster bezieht? Dass aber sein wirkliches Einkommen das Fünffache beträgt? Weil ihm alle Kaufleute, Schmuggler und Seeräuber hohe Gewinn- und Beuteanteile zahlen müssen. Auch Abu Seif verkauft sich den Schutz der Behörde durch reichliche Gaben. Allah allein weiß, wem diese Steuergelder gehörten. Aber jetzt fallen sie nach dem Gesetz der Wüste uns zu. Und niemand wird sie zurückfordern. Trotzdem, ich möchte nichts annehmen. Effendi, ich kenne deinen Glauben zu wenig und darf dich nicht tadeln, weil du mein Gast bist. Aber erlaube, dass wir deinen Anteil am Geld deinem Diener Halef geben, der von Abu Seif beraubt wurde und der für seine Hadsch Geld nötig hat. Ich erlaube es. Doch nun mache dich bereit zum Aufbruch. Wir dürfen hier nicht länger bleiben. Wo willst du das Lager aufschlagen? In einer Schlucht. In der Nähe des zerstörten Schiffes. Von dort werde ich Späher aussenden. Abu Seif darf uns nicht entgehen. Nach dem Morgengebet setzte sich der Zug in Bewegung und in der Helligkeit des anbrechenden Tages konnte ich sehen, welch große Menge nützlicher Gegenstände die Otay Bey außer dem Geld erbeutet hatten. Sie waren durch diesen Überfall, nach hiesigen Begriffen, zu wohlhabenden Leuten geworden. Das neue Lager, fern aller Ansiedlungen und Wege, bot ein gutes Versteck. Und nun hieß es warten. Nach der für ihn sehr ergiebigen Beuteverteilung brach Khalef mit Hane nach Mekka auf. Die heilige Stadt wirkte auf mich wie ein starker Magnet. Sollte ich einen Besuch wagen, wurde ich erkannt, so war das mein Tod. Was hatte ich davon, wenn der Besuch gelang? Ich konnte sagen, ich war in Mekka und weiter nichts. 2 Tage vergingen ohne besonderen Vorfall. Am 3. hielt es mich nicht mehr im Lager und so bat ich den Scheich um die Erlaubnis zu einem kleinen Streifzug. Er ermahnte mich zu äußerster Vorsicht, damit das Lager nicht entdeckt würde, und gab mir ein Kamel. Dann fragte mich Amscha, ob sie mich begleiten dürfe. Und ich konnte es ihr nicht verwehren. Nach Verlassen der Schlucht schlug ich die Richtung nach Mekka ein. Sie hielt sich an meiner Seite und sagte kein Wort. So ritten wir etwa eine halbe Stunde. Dann bog sie in ein enges Tal ein und nötigte mich zum Absteigen. Setze dich zu mir und lass uns plaudern, Effendi. Ja. Hältst du deinen Glauben für den einzig richtigen? Gewiss. Ich auch. Du auch? Ja, ich weiß, dass dein Glauben der richtige ist. Und warum? Steht nicht geschrieben,
dass im Paradies nach dem Willen Allahs alle Menschen friedlich miteinander leben, ohne sich ein Leid anzutun? Dein Glaube ist richtig, weil seine Gebote Allahs Willen enthalten. Darf ein Christ eine Jungfrau rauben und sie mit Gewalt zu seinem Weibe machen? Nein. Wenn er es tut, wird er schwer bestraft. Niemand hat Abu Seh für das bestraft, was er mir angetan hat. Kennst du die Geschichte unseres Landes? Ja. Dann weißt du, wie die Türken einst gegen uns gewütet haben, obwohl sie Allah verehren wie wir. Sie haben unsere Mütter geschändet und unsere Väter gevierteilt und verbrannt und die Kinder zerschmettert oder zerrissen. Ich hasse den Glauben, der das alles ungestraft lässt. Aber ich muss ihn behalten. Aber du kannst doch deine eigenen Handlungen nach den Geboten... Schweig! Ich sage dir meine Gedanken, aber du sollst mich nicht belehren. Niemand in der Welt kann allein gut sein, lieben und verzeihen. Ich weiß, was ich tue. Ich räche mich an allen, die mich beleidigt haben. Und sogar dafür, dass wir die heilige Stadt nicht betreten dürfen, werde ich mich rächen. Ist es nicht dein heimlicher Wunsch, Mekka zu besuchen? Wer sagt das? Ich denke es mir. Geh nach Mekka und schaue dich um. Ich werde hier auf dich warten. Wo liegt die Stadt? Dort, hinter dem Berg. Weshalb soll ich gehen, nicht reiten? Wer geritten kommt, wird mehr gesehen und beachtet. Wie lange wirst du warten? 4 Stunden. Das ist wenig. Du kannst leicht erkannt werden und darfst nur einmal durch die Straßen gehen und die Kaaba sehen. Das ist genug. Du hast sicher recht. Und noch eins. Kein Araber trägt solche Waffen. Lasse deine Gewehre hier und nimm dafür meines. Dieser Vorschlag ließ für einen Augenblick Misstrauen gegen diese ungewöhnliche Frau in mir aufkommen, aber es war gewiss unberechtigt. Sie unterstützte leidenschaftlich mein abenteuerliches Vorhaben und über die Berechtigung ihrer Gründe mit ihr zu streiten, war völlig sinnlos. Wir tauschten die Waffen und ich machte mich auf den Weg. Vom Berg herab sah ich die Stadt vor mir und merkte mir die Lage der großen Moschee, um niemand nach ihr fragen zu müssen. Nach einer knappen Stunde erreichte ich die ersten Häuser. Sie waren aus Stein. Die belebten Straßen machten einen sauberen Eindruck. Es dauerte nicht lange und ich stand vor dem von Säulen und Kolonnaden umgebenen rechteckigen Gebäude, über das sich 6 Minarette erheben. In einem Torbogen verkaufte man kupferne Flaschen. Salamu alaikum. Was kostet eine solche Flasche? Alaikum assalam. 2 Piaster. Allah segne deine Söhne und die Söhne deiner Söhne, denn deine Preise sind billig. Ich gab 2 Piaster und nahm eine Flasche. Nun musste ich meine Schuhe ausziehen. Ziemlich in der Mitte der großen Moschee steht die Kaaba, die vollständig in schwarzseidenen Stoff eingehüllt ist. Neben der Kaaba befindet sich der heilige Brunnen Samsam, an dem Beamte Wasser an Pilger ausgeben. Bei einem zufälligen Blick durch die Säulenreihen bemerkte ich ein Reitkamel, das gerade niederkniete, um den Reiter absteigen zu lassen. Es war ein besonders schönes, gut gebautes Tier und sicher von sehr hohem Wert. Der Reiter kehrte mir den Rücken zu und überließ das Kamel der Obhut eines Dieners. Ich stellte mich am Brunnen Samsam an und musste einige Zeit warten. Als ich das Wasser gegen einen Bakschisch erhalten hatte, drehte ich mich um und stand keine 10 Schritte von Abu Seif. Er war der Kamelreiter. In solchen Augenblicken handelt man schneller, als man denken kann. Ohne auffällig zu fliehen, strebte ich mit schnellen Schritten durch die Säulen zum Reittier des Seeräubers. Meine Schuhe waren verloren. Ein Giaul! Ein Ungläubiger! Ein Giaul! Fangt ihn! Fangt ihn, ihr Hüter des Heiligtums! Die Wirkung des Rufes war ungeheuer.
Hinter mir erhob sich das Getöse eines Wasserfalls, das Geheul eines Orkans und das Trampeln einer riesigen Büffelherde. Ich rannte in Riesensätzen zum Kamel, dessen Beine zum Glück nicht gefesselt waren. Ein Fausthieb warf den Diener zur Seite, würde das Tier gehorchen. Ja! Ja! Es gehorchte. Und nun ging es dahin wie im Sturm, nur vorwärts, vorwärts. Mit einem halsstarrigen Tier wäre ich verloren gewesen. Dieses trug mich in weniger als 3 Minuten aus der Stadt heraus. Und erst, als ich beinahe den halben Berg hinauf war, wagte ich es, mich umzublicken. Da unten wimmelte es von Reitern. Offenbar hatte jeder das nächst erreichbare Reittier bestiegen, ohne lange nach Besitzer und Preis zu fragen. Wo sollte ich hin? Zu Amscher und sie gefährden? Aber ich musste an ihr vorbei, um sie zu warnen. Ich feuerte mein Tier durch unaufhörliche Zurufe an. Seine Schnelligkeit war unvergleichlich. Oben auf dem Berg drehte ich mich nochmals um. Die Masse der Reiter war weit zurückgeblieben. Nur einer war mir verhältnismäßig nahe. Es war Abu Seif. Der Zufall hatte ihm zu einem sehr guten Pferd verholfen. Ich flog den Abhang herunter und gewann so erheblichen Vorsprung. Die Tochter des Scheich sah mich kommen, erriet die Sachlage, schwang sich auf ihr Kamel, zog das andere mit und kam in meine Nähe. Wer hat dich entdeckt? Abu Seif. Allah ist groß. Verfolgt er dich? Er ist nahe hinter mir. Alle anderen sind weit zurück. Lass mich allein und fliehe geradeaus, so schnell du kannst. Gib mir meine schwere Büchse. Wir tauschten nebeneinander reitend die Gewehre, dann blieb sie zurück und verschwand hinter einem Felsvorsprung. Vielleicht wollte sie Abu Seif zwischen sich und mich bringen. Eben kam er über die Höhe und raste geradewegs hinter mir her, ohne auf Spuren zu achten. Ich ließ nun mein Kamel absichtlich etwas langsamer gehen, damit er mich nicht aus den Augen verlor, und lenkte in eine Richtung, die vom Lager der Otaibe wegführte. Amscher ritt hinter ihm, und da sie das zweite Kamel frei hinterherlaufen ließ, musste er sie für einen Verfolger halten. So ritten wir noch eine halbe Stunde. Da erschien auf dem Kamm der letzten Höhe unerwartet ein weiterer Verfolger, der uns immer näher kam. Sein Kamel war dem Pferd von Abu Seif deutlich überlegen. Ich fürchtete für Amscher. Da sah ich, dass der Reiter nach rechts abbog und wild mit den Armen ruderte. War es möglich? Dieser Verfolger sah aus wie Chalef. Ich hielt mein Tier an und nahm die Büchse schussbereit zur Hand. Als Abu Seif nahe genug war, legte ich auf ihn an. Rrr, du Vater des Säbels, sonst schieße ich! Abu Seif parierte sein Pferd und sah sich um. Er glaubte sich wohl noch außer Schussweite, und der Anblick zweier Verfolger, von denen der Schnellere rechts an mir vorbei wollte, gab ihm Sicherheit. Mit einer deutlichen Geste schickte er Amschar nach links, dann zog er seine Pistole. Wir werden dich lebendig fangen, du Schänder des Heiligtums! Ich zielte auf sein Pferd. Es stürzte zusammen, begrub den Reiter unter sich, wälzte sich einige Male über ihn hinweg und blieb tot liegen. Ich erwartete, dass er aufspringen würde, aber nichts regte sich. Ich ritt näher, den Revolver im Anschlag. Er lag mit geschlossenen Augen im Sand und rührte sich nicht. Da kam Amscha. Effendi, deine Kugel war schneller als meine. Ich habe auf das Pferd gezielt, aber er kann das Genick gebrochen haben. Ich stieg ab und untersuchte ihn. Er lebte. Wenn er sich nicht innerlich verletzt hatte, war er nur bewusstlos. Ich ging sofort daran, ihn zu fesseln. Amscha zog ihren Dolch. Was willst du? Ihn töten. Das tust du nicht. Auch ich habe ein Recht auf ihn. Meins ist älter. Meins ist stärker. Ich habe ihn besiegt. Das ist wahr. Wirst du ihn töten? Wir werden ihn mitnehmen. Sedi, was hast du getan? Allah sei dir gnädig. Wie kommst du hierher? Ich habe dich verfolgt. Ja, das sehe ich. Erzähl genau, was war. Ich habe, wie du weißt, viel Geld und wollte mir ein Kamel kaufen. Da erhob sich ein großer Lärm, man schrie ein Giau. Und dann sah ich dich auf einem Kamel vorüberreiten und hinter dir Abu Seif. Ich befahl Hanne, sie soll ins Lager eilen und dem Scheich alles berichten.
Der Händler hatte ein Tier, das wohl nur ein Pascha bezahlen kann. Er wollte es mir nicht leihen. Da gab ich ihm einen Klaps und ritt los, um dich zu fangen. Jetzt habe ich dich und das Kamel. Es gehört dir nicht. Jetzt ist keine Zeit, darüber zu reden, Sedi, denn die Verfolger sind nahe. Was soll mit Abu Seif geschehen? Wir binden ihn auf das freie Kamel. Und wohin fliehen wir? Ich weiß eine Höhle. Sie ist nur den Anführern der Otaibe bekannt. Sechs Händen war es nicht schwer, den Bewusstlosen auf das Kamel zu binden. Dann ritten wir eilig in südöstliche Richtung. Khalef machte mir bittere Vorwürfe. Habe ich dir nicht gesagt, Sedi, dass jeder Andersgläubige mit dem Leben spielt, wenn er die heilige Stadt betritt? Ja, ich habe es sogar beim Bart des Propheten beschworen. Deine Sünde ist groß und Allah wird dir niemals verzeihen. Warum schlugst du die Bitte ab, mir heiliges Wasser mitzubringen? Weil ich sie nicht erfüllen durfte. Sieh her, das ist das echte Wasser vom Samsam. Allah ist allmächtig und Mohammed ist sein Prophet. Sedi, in seiner grenzenlosen Güte hat dich Allah zu einem wahren Gläubigen gemacht und sogar zu einem Haji. Wer Wasser vom Samsam hat, der ist ein Haji und also auch ein Moslem. Habe ich dir nicht stets gesagt, ich werde dich bekehren, du magst wollen oder nicht? Das war nun eine sehr unerwartete und kühne Auffassung. Aber da sie das aufgestörte Gewissen meines guten Khalef sichtlich beruhigte, fiel es mir nicht ein, zu widersprechen. Von Amscha geführt, erreichten wir unter Umgehung aller Ansiedlungen gegen Abend ein Terrain mit vielen Felsen und Geröllhalden und kamen an einen Felsspalt, der unten kaum breiter war als ein Kamel. Das ist die Höhle. Auch die Tiere können mit hinein. Sie finden sogar Wasser. Wie lange werden wir bleiben? Bis der Scheich kommt. Er weiß von Hanne, was geschehen ist und wird sich sagen, dass wir hier auf ihn warten. Wir stiegen durch den Spalt. Er wurde immer breiter, bis er in einen Raum einmündete, der groß genug für 40 bis 50 Männer und ihre Reittiere war. Verfolger brauchten wir nicht mehr zu fürchten, denn unser Weg hatte über steinigen Boden geführt, so dass wir kaum Spuren hinterlassen hatten. Abu Seif war bei Bewusstsein, aber er schwieg und hielt die Augen weiter geschlossen. Als ich die Satteltaschen des Kamels, das mich aus der Gefahr getragen hatte, untersuchte, fand ich eine bedeutende Geldsumme. Was damit anfangen? Im Geiste hörte ich Scheich Malek sagen, Allah allein weiß, wem das Geld gehört. Es sollte mir auf meiner weiteren Reise noch gute Dienste leisten. Ich teilte mich mit Khalef in die Wache. Im Morgengrauen sah ich einen Mann, der vorsichtig heranschlich. Ich erkannte einen Otaibe und trat vor. Als er mich sah, winkte er mit großen Gesten nach rückwärts und bald nahte eine kleine Karawane mit dem Scheich an der Spitze. Ich erwartete harte Vorwürfe, aber er ging mit keinem Wort auf mein Abenteuer ein. Wo ist Abu Seif? Wir hörten, dass er dich verfolgt hat. Er ist unser Gefangener. Khalef und Amscha sind bei ihm. Allah sei Lob und Dank. Wer besiegte den Schurken? Ich habe sein Pferd unter ihm erschossen. Er stürzte und verlor das Bewusstsein. Aber er ist unverletzt. Wir werden über ihn Gericht halten. Bis die Karawane in der Höhle war und sich alles geordnet hatte, verging Zeit, die Khalef zu einem sichtlich sehr vertraulichen Gespräch mit Hanne nutzte. Dann kam er zu mir. Sedi, erlaube eine Frage. Bitte. Nicht wahr? Du erinnerst dich an alles, was du über mich und Hanne niedergeschrieben hast? Gewiss. Und wann muss ich Hanne wieder hergeben? Wenn du die Wallfahrt beendet hast. Sie ist beendet. Ich bin in Mekka mit allem fertig. Aber nun ist mir eingefallen, dass zu einer richtigen Hatsch auch ein Besuch in Medina gehört. Da hast du recht. Und wenn du mit Haneh in Medina warst, dann wird dir noch ein anderer heiliger Ort einfallen, wo du unbedingt mit ihr hin musst. Ich möchte Haneh behalten. Aha.
Und was meint sie dazu? Sedi, sie liebt mich. Sie hat es mir gesagt. Und die Meinung des Scheich? Sedi, das ist es ja, was mir Sorge macht. Und was werde ich dazu sagen? Das macht dir keine Sorge? Oh, Sedi, du wirst mir deine Zustimmung geben, denn ich werde dich nicht verlassen, solange du mich brauchst. Aber Hané kann doch nicht mit uns umherziehen. Sie wird bei ihrem Stamm bleiben, bis ich zurückkehre. Nein, Khalef, das kann ich nicht von dir verlangen. Wenn ihr euch lieb habt, dann musst du alles tun, um sie zu behalten. Vielleicht wird der Scheich sein Einverständnis geben. Sedi, ich gebe sie nicht her. Und wenn ich mit ihr fliehen müsste. Sie weiß, dass ich Haji Khalif Omar ibn Haji Abu Abbas ibn Haji Dawud el Razra bin und würde mir bis an das Ende der Welt folgen. Er ging stolz zu Hané zurück. Inzwischen hatten die Männer der Otaibe einen Kreis gebildet, in dessen Mitte Abu Seif gelegt wurde. Der Scheich forderte mich auf, an seiner Seite Platz zu nehmen. Effendi, ich habe von dir und aus dem Munde meiner Tochter gehört, dass du diesen Mann besiegt hast. Willst du uns dein Recht an ihm abtreten oder willst du über sein Schicksal mit abstimmen? Ich werde mit abstimmen. Nehmt dem Gefangenen die Fesseln ab. Abu Seif, steh auf, um dich vor diesen Männern zu verantworten. Er rührt sich nicht. Und seine Verbrechen verschließen ihm den Mund. Aber er weiß, was er getan hat. Und wir wissen es auch. Was sollen da viele fragen und antworten? Er muss sterben und den Schakalen, Hyänen und Geiern zum Fraß dienen. Wer auch dieser Meinung ist, soll es sagen. Alle bekundeten lebhaft ihre Zustimmung. Für sie war diese Art von Rachejustiz eine durch Tradition geheiligte Selbstverständlichkeit. War das Gesetz der Wüste? Sollte ich mein Veto einlegen? Wo gab es hier weit und breit ein unbestechliches Gericht mit unbefangenen Richtern? Abu Seif setzte meinen Skrupeln auf unerwartete Weise ein Ende. Er sprang plötzlich auf, stieß zwei Otaibe zur Seite und rannte zum Ausgang. Ein großes Geschrei erhob sich, alle wollten ihm nach. Khalef war der Schnellste. Die anderen, unter ihnen auch Amscha, behinderten sich in der Enge gegenseitig. Als sie endlich draußen waren, musste Abu Seif schon einen beträchtlichen Vorsprung haben. Bald kamen sie nach und nach zurück. Niemand hatte ihn laufen sehen, niemand eine Spur bemerkt. Die Tochter des Scheichs zitterte vor Wut. Khalef kam als Letzter und blieb in einigem Abstand stehen. Hört ihr, Männer, er wird unser Versteck verraten. Entweder wir bringen uns sofort in Sicherheit oder wir nehmen unsere Kamele und bilden einen Kreis um diese Felsen. Dann werden wir ihn vielleicht finden. Wir fliehen nicht, sondern suchen ihn. Jawohl! Wir finden ihn. Er wird nach Mekka wollen. Wolan, wer ihn bringt, tot oder lebendig, der erhält eine große Belohnung. Ich habe sie bereits verdient. Der Vater des Säbels ist tot. Wo ist er? Sprich! Khalef ließ sich Zeit und genoss sichtlich die allgemeine Aufmerksamkeit. Du musst wissen, o Scheich, dass mein Effendi mir gezeigt hat, wie man nachdenken muss bei der Verfolgung eines Fliehenden. Ich war der Erste hinter ihm, aber als ich ins Freie kam, sah ich ihn nicht mehr. Er musste sich also gleich am Ausgang versteckt haben. Ich schaute nach rechts, nichts. Aber links liegt ein Haufen großer Steine. Dort musste er sein. Es kam zu einem kurzen Kampf, dann drang ihm mein Messer ins Herz. Wieder strömten alle hinaus. Und bald kehrten sie voller Freude zurück. Ja! 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 Ja!
sprach Allahs Willen. Nun, Hadschi Khalef Omar, sage uns, was du als Belohnung verlangst. Herr, ich komme aus einem fernen Land, in das ich wohl nie wieder zurückkehren werde. Wenn du mich für würdig hältst, so nimm mich unter die Utaybe auf. Ein Utaybe willst du werden? Was sagt dein Herr dazu? Ich bin einverstanden. Nun, ich würde auf der Stelle zustimmen. Aber ich muss erst die Ältesten befragen. Denn die Adoption eines Fremden ist eine wichtige Sache. Und vieles will bedacht sein. So beratet noch über etwas anderes mit. Über was? Sidi, willst du nicht für mich sprechen? Ich erhob mich, nahm eine möglichst würdige Haltung ein und bemühte mich, meiner Rede orientalischen Zuschnitt zu geben. Vernimm meine Worte, o Scheich, und Allah öffne dir das Herz. Ich bin Kara Ben-Nemsi, ein Emir unter den Helden und Gelehrten des fernen Nemsistan. Ich kam nach Arabien, um seine Bewohner kennenzulernen. Dazu brauchte ich einen Diener, der alle Mundarten des Westens und Ostens versteht, der scharfsinnig und weise ist, der sich vor keinem Löwen und vor keinem Menschen fürchtet. Ich fand diesen Hadschi Khalef Omar ibn Hadschi Abu Abbas ibn Hadschi Dawud el-Razra und bin mit ihm über alle Maßen zufrieden. Er ist stark wie ein Eber, treu wie ein Windspiel, schnell wie eine Antilope und listig wie ein Fuchs. Er lernte deine Enkeltochter Hanne kennen, die schönste Blume dieses Landes. Sie wurde zum Schein sein Weib. Nun aber hat Allah ihre Herzen geleitet, dass sie einander lieb gewannen und nie wieder voneinander scheiden möchten. Du bist Hadji Malek Effendi, Ibn Ahmad Khadidol Eini, Benabol Aliol Bassami, Ibn Abu Shahab Abdulladifol Hanafi, der weise und tapfere Scheich der Utaybe. Du wirst verstehen, dass ich einen Begleiter wie Khalef nicht gern verliere. Aber ich wünsche, dass er glücklich wird und deshalb richte ich die Bitte an dich, ihn in den Stamm der Utaybe aufzunehmen und das Papier zu zerreißen, das ihn zwingt, Hane zurückzugeben. Ich bin gewiss, dass meine Worte bei dir Gehör finden und werde deinen Ruhm und den Ruhm der Utaybe im ganzen Abendlande verbreiten. Salam. Die Utaybe hatten achtungsvoll zugehört. Der Scheich antwortete: Effendi, ich weiß, dass du ein berühmter Emir der Nemsi bist, obgleich dein Name so kurz ist wie die Klinge eines Frauenmessers. Aber du bist ausgezogen wie ein Sultan, der unerkannt große Taten vollbringt. Und noch die Kinder unserer Kinder werden deine Weisheit und die Treffsicherheit deiner Waffen rühmen. Hadschi Khalef Omar ist bei dir wie ein Visier, dessen Leben dem Sultan gehört. Ihr habt uns eine große Ehre erwiesen und seid in unsere Zelte gekommen. Die Utaybe werden ihre Stimmen vereinigen und Khalef zum Sohne ihres Stammes machen. Wenn sein Weib bei ihm bleiben will, so werde ich den Vertrag zerreißen. Denn Khalef ist ein tapferer Kämpfer und hat Abu Saif, den Allah in die tiefste Hölle verbannen wird, getötet. Jetzt aber wollen wir ein Festmahl bereiten und den Tod unseres größten Feindes feiern. Du bist unser Freund und Bruder, obwohl du einen anderen Glauben hast als wir. Salam, Effendi.